Willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. In der Folge haben wir zweite Origins-Welt abgeschlossen und gleichzeitig noch am Ende einen Speedrun-Level gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier noch alles offen haben. 1, 2, 3, 4. Dann fehlt uns hier nur ein Kleinling, okay. Da fehlen uns zwei Kleinlinge. Da auch noch eine. Gut, die Welt ist noch ziemlich still. Also müssen wir eigentlich noch. Ist ja was, ich gehe mal hier ein bisschen. Wir versuchen dieses Folge mal so ein paar von den Dingen. Aber nur so lange, bis wir frusten, dann machen wir was anderes. Die Shadow Raymans werde ich ein bisschen jetzt aufbauen. Damit können die rechnen. Weil wir Tod oder Torte haben gesucht, das ist es. Die dunklen Raymans werden wir jetzt aufsparen, weil die nerven am meisten. Natürlich stellt sich der Typ in den Weg. Unfassbar. Second try. Krass, hätte ich gedacht. Cool. Manchmal habe ich doch noch mal meinen Glücksmomente. So, wofür den Boxen wieder heimgesucht. Sie töten ist keine Option. Muss ich da lang? Hä? Blöd. Muss doch schnell sein. Okay, schon mal nicht. Boah, es ist fies. Da muss ich move und gleichzeitig. Ey, das schaffe ich schon niemals in 40 Sekunden. Bis zum ersten. Okay. Kann ich da sterben gehen? Brauche viel zu lange. An der Stelle. Okay, da muss man auch noch schnell schießen jetzt. Das wird immer lustiger hier. Wir haben so ein Level. Ob die schon schwer genug sind. Nein. Das Timing nicht schon schwer ist. Machen wir noch einen schweren Gegner ran. Ja, da fallen sie schon von oben runter. Also, da muss jede Sekunde stimmen hier. Da darfst du keine Sekunde nicht da sein, wo das Spiel dich nicht will. Das ist sofort instant tot. Ich kann ja rennen nicht. Springen und schießen, wisst ihr? Die rote Faust macht er ja nur, wenn ich das im Lauf mache. Was ich da jetzt machen soll? Okay, ist schon mal ein bisschen besser. Muscle Memory, tu etwas. Nicht sowas. Keine
Ahnung, wie ich das Kunden schaffen soll. Bin ich ehrlich. So. Gewalt ist das. Hier, das nervt der meisten Stelle. So viel Sekunden, da fällt dir. Hätten gefehlt, aber ganz ehrlich. Ich mach das nicht nochmal. Ich habe ehrlich gesagt 100% abgeschminkt, aber ein paar Level einfach unmöglich für mich sind, ehrlich gesagt, als ab und zu mal Jump'n'Run-Spieler. Das war gerne gut, aber nicht gut. Also ich habe mir schon 100% alle alle kleinen Dinge ehrlich gesagt abgeschmiert, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Ich würde gerne 100% schaffen. Also auch mit allen Sammelwecken und so. Außer jetzt auch noch mit der Charaktere alle freischalten, das müssen wir hin. Aber es ist halt echt nicht so einfach, so wie es ist. Die sind schon sehr knifflig. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben auch noch einen Rayman, aber hier haben wir noch eins aus der Höhe, was wir mal probieren können. Ich kann nicht alle 40 Sekunden schaffen, das ist gut. Ich bin so schlecht für. Okay, schlagen ist ein großer Fehler, einfach nur. Go with the flow. Geht Deutsch besser. Gut, hier muss ich schlagen. Alles klar. Komm ich das nicht über die Marachis, wie die heißen. Listen for the Marachi play at midnight. Also nicht so falsch. Hier kann man viele Sekunden sparen, auf jeden Fall. An der Stelle. Da geht schon einiges. Super technisch. Oh, Run ist das Speedrun, ist absolut der Kraus für mich, ey. Also wäre es. Ich würde den anderen Genres sehen. Wenn ich sowas wie man so würde, aber das ist mir so stressig. Ich hab so viel meine Power of Shame, wenn ich das auch noch ein Spiel mal üben müsste für einen Speedrun. Nee, dann spiele ich lieber das andere Spiel durch, das ist natürlich. Das ist. Ich spiele mir gerne angucken, muss ich sagen. Ich bin dann alles gut da drauf. Ah, Riba! Ich versuche mir Zeit zu sparen, indem ich deswegen nur fliege, weil es kostet halt auch viele Sekunden, Millisekunden. Aber wenn ich zu wenig fliege, dann haut Rayman sich schon voll gegen die Dinger da an. Das war ein Fehler. 3, 2, 1, go! Fehlt gerade sehr viel, damit der Frust sich da aufbaut. Und das hilft bei mir, habe ich gemerkt. Bei einem anderen Spiel. Gland. Anderes Genre, aber schwerer. Das ist Rayman. Stark so ist, so. Okay, hier nicht so stark fallen lassen. Lieber auf den Marachi gehen und dann den Ruf von dem mitnehmen. Dann schauen wir zu wenig Boost.
the hell? Woppa, woppa, woppa. Oh, was ist das denn? Das war doch scheiße. Krass. Ich habe jetzt gedacht, da kommt noch mehr. Cool. Ganz gut sogar, Alter. 33. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach dem 34. Da war mal der Code noch heimgesucht. Gucken wir uns das da mal an. Ah, links ist mal der, okay. Ich war selbst lustig. Aber das Rumfliegeziel ziemlich viel Zeit sparen. Ich hatte mir nur ein Pete, das ist halt. Was habt ihr jetzt? Die ganze Zeit X-Game einfach. So viel Zeit, man hat ein bisschen vor, ich natürlich will. Okay. Okay, wenn ich jetzt Boost benutze, tue ich ziemlich sicher in die Ecke rein. Jeden. Mehr Zeit lassen, Elektro. So dodgen.
Man zeigt genau das, was sie halt nicht haben, ne? Das muss ich gerade eine Kette mehr als sonst. Das kostet halt massig viele Sekunden hier. Ist immer wenn ich schlage, kostet es eine Millisekunde. Deswegen muss ich halt taktisch sein und dann schlagen, wenn ich es auch nötig habe. Warum geht der da so hoch? Hier kommen schon 7 Sekunden später. Voll rollt der einfach, ja. Nein, eine Millisekunde. 34 Millisekunden muss das sein. Oh, ist das ärgerlich. Na egal, ich muss es echt nochmal. Ich probiere wieder jedes Level einmal und wenn ich nicht alle kriege, kriege ich halt nicht alle. Ist halt so. Ich kriege eh nicht alle 700, sind wir mal ehrlich. Da bin ich viel zu schlecht. Also gut, probieren nochmal so ein Dude. Ich glaube, das ist das Level, wo ich Rage Quit bin, kann das sein? Scheiße. Was hätte das genommen? Wie viel gehen denn die halt dann? Was mache ich denn hier? Hier kommt mir doch so eine Strahl von dem Typ entgegen. Tempel ist eigentlich schon schwer genug. Ne, da kommt so ein Lappen kommen, mich erfolgen. Denkt aber ich. Ding sind, ey, wenn ich mich ducken, soll ich auch ducken. Das kostet Zeit. Warum triggert einer noch mehr, als wenn man ihn stirbt? Ich war leider gar nicht gerade, was ich da jetzt machen soll, und dann ist so wenig wie gemacht. Ich war so geskillt, dass ich damit mir einen eigenen Schattenschläger gemacht habe. Das sollte eigentlich passieren, ne? Da kommen noch so viele, das kriege ich niemals hin in 4 Sekunden. Das ist schaffbar sein soll. Da muss ich ja nicht am Schwimmen. Ich hab mich ja mit dem Dampf verzögert. Aber. Muss ich das so machen? Um dann da ins Gewehr von dem Typ reinzuschieben. Und reinzuschieben. Yeah.
Nein! Kostet das hier viel Zeit, jetzt hätte ich das hier auch nicht mehr gemacht. Ja, normal. Habe ich hier das probiert. Die Rakete fährt gerade. Oh Mann. Die Stelle ist hart. Ich hab's nicht geschafft. Die Sachen werden noch nicht. Aber kann auch direkt Raum hauen, da kommt man gleich schnell hin. Hä? Also Leute, einen Versuch mache ich noch, dann breche ich es wieder ab. Manch eins, die Ramen, die schwarzen Ramen-Dinger, die sind mir zu schwer. Ich würde gerne das Level abschließen zumindest, aber... Das ist einfach total kommen. Ich will auch das Level noch mehr zu spielen. Wie ich euch alle zeige. Aber statt den Schmarrn hier. 100% Revelation sind für mich einfach aus Skill-Technik. Ich mache beispielsweise, wenn ich das Schlechteste, was Lernen von Sachen angeht. Aber es ist mir gerade echt zu viel Frust. Deshalb breche ich mir das nicht ab. Also ich sage, ich bin aber ehrlich mit euch, Leute. Bevor ich mich jetzt hier weiter verfruste, sage ich aber ganz ehrlich, dass ich die Level scheiße finde. Und lieber andere spiele. Deswegen machen wir jetzt mal ein Oldest Level, weil ich habe nämlich genug von den Leveln. Ich habe wenigstens ein paar jetzt geschafft. Immerhin. Wir gehen jetzt wieder back to the Origins, so wie es ist. Und wir fangen mit dem tötenden Wild an, dem Gummiland. Was der Folge. Habe ich mehr Spaß dran, glaube ich. So, rasende Bedienung. Fest mit einem Stein gerechnet. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber das ist. Free! Yay! Das Rot ist nicht sein. Ich tauche echt dieses ab, weil
perfekt, um ihren Kleinen zu verstecken. Oh, man kann helfen, hört. Oben ist was. Das ist fies. Okay. Ah, okay. Da oben ist ein Kleinling, ich hab keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Das ist viel zu. Oder? Ich kann ja nur einmal nach oben boosten. So könnte es funktionieren. Man muss die Blase bis dahin boxen. Boah, was für ein Aufwand für ein Kleinkass. Fies, fies, fies. Echt nicht einfach. Krass. Okay. Das Kino-Moment wieder. Alter, das ist schnell. Alter! Mayboy. Kaizo Mario, oder was? I'm free. Natürlich werde ich zerquetscht. Ist ja klar. Kurz was untersuchen.
die Stelle hier. Naja, okay. Gut, da ist nichts. Wäre auch viel zu geben. Okay. Das hat mir der Blöde, die haben ihn noch getötet, ey. Ist unfassbar. Sterben. Das ist keinen Sinn vor den Kleinen. Jetzt mal schnell genug zu holen. Damit spießen geht halt hier nicht. Vielleicht muss man sich auch mal vielleicht in 10 Jahre. Ja. Okay. Ja, und jetzt? Hä? Und dann ist man im Todestrakt oder so. Oh, sorry. Das soll ich jetzt nicht so sagen. So. Komisch, dass er in der falschen Richtung spawnt. Man kann sich da schon retten, also mehr als kleiner als groß, aber. Das weiß ich nicht, deswegen ist die ganze Zeit komisch. Egal. So.
Manchmal springe ich zu wenig, manchmal springe ich zu viel in Rayman Legends. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Problem. Nein, du Loser. Ja, das ist ja nicht so kritisch. Ich hab weggetreten, hab ich das gesehen. Warum stirbt der nicht? Okay, ich glaube nicht. Ich hab ihn aber gegen die Wand gehämmert. Hat gelangt. Nice, ja, Malo. Jetzt halt mal die. Das ist mir dann gepowert, ey. Boah. Auch alle Lungen sammeln so, das wäre viel zu. Also, es ist viel anstrengend, bin ich ehrlich. Vielleicht kann man auch was damit machen. Es steht ja auch nirgends, steht auch in der Beschreibung oder im Titel oder in der Playlist. Ist aber ein Let's Play von einem Let's Vorschlag möglich, das habe ich zumindest mal geflattert. Aber alles sammeln und so weiter mache ich jetzt nicht in Rayman Legends. Habe ich auf Love Special schon öfter mal angeteased, dass es sein kann, dass ich das so mache. Und jetzt habe ich mich schon entschieden. Auf jeden Fall gegen die 100%. Möchte ich jetzt nicht. Also, ich möchte nicht sagen, ich möchte, dass ich jetzt. Das ist bei jedem nochmal so. Also ich versuche, wenn es geht, dann nochmal einmal alles zu sammeln und machen und zu tun. Jetzt werde ich zeigen. Die noch kommen werden. Also, das ist immer random. Das ist mal so, dass ich keine 100% mache. Dann einfach euch möglichst gut wie es geht alles zeige. Und dann bei folgenden Jump'n'Runs werde ich versuchen, 100% zu machen. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich meine, das ist kein 100%-Channel hier rein. Das ist ein vollständig Let's Play-Channel. Alle Level und so. Zeige ich euch, aber wie schon gesagt, das ist halt nur kein 100%-Channel. Zumindest nicht bei jedem Spiel. Bei vielen schon. Also bei denen, wo es auf jeden Fall hinkriegt. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.